I'm down for whatever, I'm down for whatever. When it comes to you, I could make love on the floor. Kelly Rowland. Hallo miteinander. Also, wir fragen mal die drei Girls, was sie da alles Schönes gemacht haben. Frau Galatti? Auf dieser Seite haben wir eine Gummizelle mit zwei imaginären Schachfiguren drauf. Das Spezielle an dem ist, dass man die Schachfiguren nur von einer Seite richtig sieht. Von allen anderen Seiten wirkt sie verzogen. Hier auf dem Schachbrett sieht man die normalen Figuren. Einmal. Und je weiter links als man geht, sind die Figuren, die in Wahnsinn übergehen. Genau. Da hinten dran, haben wir noch verschiedene Sachen, die unsere Wahnsinnigen gebraucht haben. Und zwar einmal die Uhr. Voilà. Und die Tabletten, die unsere Wahnsinnigen genommen hat. Er ist männlich. Ein Stuhl, der nur drei Beine hat. Das sollte das Symbol sein dafür, dass der Mensch langsam wahnsinnig wird, weil nicht mehr ganz alles stimmt. Das Schachbrett haben wir in einem Op-Art-Muster gezeichnet. Es sollte der Übergang von geordnet und normal und genial zu wahnsinnig und verwirrend zeigen. Ja, und die Figuren, wo je mehr dass man in den Op-Art-Bereich kann, umso wahnsinniger werden. Hier haben wir ein Wohnzimmer, wo der bürgerliche Charakter ausstrahlen sollte. Und wir haben es eingerichtet mit Requisiten, Büchern, Pokal, wo man schon im Schach gefunden hat, wo die Genialität widerspiegeln sollte. Und ein Symbol für ein perfektes Leben haben wir hier aufgehängt.